So, ich stelle gerade fest, dass ich mein Mikro gar nicht offen hatte, die ganze Zeit gequatscht habe und niemand außer mir hört es. Ja, ich will gerne Selbstgespräche. Also hallo, herzlich willkommen, guten Abend zum Red Race Pushing Limits Workout. Nummer 9 ist das schon. Allerdings das erste Mal, dass ich es streame. Vor lauter Angst, ich könnte es vorzeitig verlassen, weil es wieder so hart wird. Obwohl es eigentlich mir entgegenkommt heute. Kein VO2 Max, so wie die letzten Male, wo ich also wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen bin. Nach den 40-20 Dingern oder 30-15. Die waren schon richtig, richtig böse. Machen wir heute vergleichsweise gemächlich mit 105% FTP. Allerdings 6 Minuten lang und das Ganze 5-mal. Ah, ich würde eigentlich sagen, das kommt mir entgegen. Aber ich traue dem Braten noch nicht so richtig. Weil bisher waren diese Workouts immer richtig, richtig brutal. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Das Schöne an dieser Workout-Serie ist wirklich 90 Minuten, man muss sich nicht vorher erwärmen, alles inklusive, 90 Minuten, danach ist alles vorbei, wenn man es bis dahin überhaupt geschafft hat, aber hat bisher immer richtig gut Spaß gemacht, muss ich sagen, und ich fiebere mir dann immer schon der nächsten Woche entgegen. Allerdings gab es auch hinreichend Momente, wo ich mich gerne weggewünscht hätte. Raus aus diesem Sattel, irgendwo anders hin. Weil es schon echt hart war. Diese VO2 Max-Geschichten liegen mir einfach nicht. Oder zumindest verläuft meine Leistungskurve deutlich flacher. Und wenn man das Ganze ja, von der FTP berechnet, die Intensitäten der Workouts, dann habe ich einfach nichts zu lachen bei VO2 Max. Ist brutal. Insofern hoffe ich, dass das heute vielleicht nicht ganz so wild wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, ich hatte es vorhin schon gesagt, aber keiner hat es gehört. Irgendwie fahren wir heute alle mit eigenen Trikots, Jerseys. Hat der Organisator irgendwas vergessen, ein Häkchen einzustellen oder so? Stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Ich habe vorhin eigentlich mein Pushing Limits Jersey extra nochmal angezogen. Machen wir jetzt auch. Was? Habe ich doch schon längst in meinem Kleiderschrank drin. Da ist es. Na, standesgemäß. So, jetzt können wir langsam mal einen Lüfter dazu schalten. Warm genug ist mir. Also man tastet sich ja wirklich ganz, ganz sanft dran an die Belastung hier. Fällt mir eigentlich ganz gut, wie die strukturiert sind, die Workouts. Wirklich immer mit einem langen Warm-up, einem Cool-Down. Das ist unglaublich, wie Red Race oder Pushing Limits es schaffen, hier so viele Leute an den Start zu bringen. 360 in einem Workout. Und das ist, glaube ich, vergleichsweise wenig, wenn man die Teilnehmerquoten der letzten Wochen sieht. War es zumindest bei den Feiertagen noch deutlich mehr.
Aber schön so. Mal gucken. Ist schon ein schönes Feld. So, der denkwürdige Leg Snapper. Ich habe mir das Rennen leider noch nicht angeschaut von gestern. Bin noch nicht dazu gekommen. ZRL, die sind ja gestern hier viermal hochgeballert. Ich gehe davon aus, dass unsere Jungs die Führung verteidigt haben in der Liga mit Bravour. Und die sind hier natürlich ganz anders hochgejagt, als wir das jetzt machen. Immer wieder schön, diese Anstiege hier. Was sind das? 45 Sekunden, all out. Heute nicht. Heute fahren wir es ganz gemächlich. Anderer Schwerpunkt. Ah, die, ganz ehrlich, die Watt, die schrecken mich nicht so ab. Denn was ist denn 105% FDP? Jemand, der seine FDP schlecht eingestellt hat, der lacht darüber. Meine, behaupte ich, ist recht nah an der Realität. Und da tun dann, ja, 105%. Weiß nicht, wann fangen die an, weh zu tun? Doch nicht schon nach 4, 5 Minuten, oder? Schauen wir mal. Also, wie gesagt, ich vor dem Frieden nicht so ganz. Weil bisher war es immer mega anstrengend, diese Workouts. Und das soll es ja letzten Endes auch sein. Aber handelbar. Ramp up haben wir schon hinter uns. Na gut. Jetzt nochmal. Ramp up mäßig. Alles noch easy peasy. Jetzt machen sie alle noch Sprüche. War auch immer schön zu beobachten die letzten Wochen. Wenn es dann in die entscheidenden intensiven Phasen ging, war plötzlich so eine Ruhe im Funk. Boah, heute bei 105% sollte man noch schreiben können, ne? Sieg darf nicht fehlen. Vielleicht nicht, wenn es nachher hart wird. Sieht alles noch sehr friedlich aus. Noch.
107 Watt FTP. Weiß nicht, ob die wirklich stimmen. Würde meinen, ja. Ich habe gestern einen FTP-Test geskippt bei Trainer Road. Wäre eigentlich einer dran gewesen. Aber keinen Bock drauf gehabt und habe mir das mittels AI errechnen lassen. Weiß nicht, Grundlage sind wahrscheinlich so die letzten 60 Tage Training. Die AI hat gesagt 317 FTP. Und da wäre ich ja heute mit den EBs fast zu lasch unterwegs. Glaubt es allerdings nicht, weil maßgeblich für die FTP dürfte ein Rennen gewesen sein rund um den Kirchturm im Anfang Mitte Dezember, wo ich wirklich meine brutal gute 5-Minuten-Leistung in Fontgrange gefahren bin. Den Petit Com hoch. Im Rennen. Aber das ist eben auch schon wieder einen Monat her. Ich glaube, von der Form habe ich doch ein bisschen was verloren, eingebüßt. Also zumindest was die 5-Minuten-Leistung angeht. Deswegen lasse ich es erstmal so, wie es ist. Ich glaube, 307 kommt schon ganz gut hin. Wenn sich's zu leicht anfühlt, was ich nicht glaube, kann man ja immer noch steigern.
wirklich sehr, sehr sanftes Warm-up. Nicht, dass es mir fehlen würde, aber irgendwie so gar keine Leistungsspitzen im Vorfeld. Schon ein bisschen komisch. Das heißt, wenn wir gleich die 320 Watt anlegen, habe ich die noch nicht einmal vorher gefühlt. Mal gucken, wie es wird. Zack, ruhen wir uns schon wieder aus. Wow. 350. Eine andere Liga. Wahrscheinlich wiegt er bloß 60 Kilo. Genau. Immer interessant zu wissen, welches Fahrergewicht. Kann ich das ja eigentlich skippen, weil mit meiner VO2 Max bin ich zufrieden. Die muss ich gar nicht noch weiter nach oben bringen. Zu spät. So, halbe Stunde rumgeplänkelt. Jetzt fangen wir an. Mal gucken, wie sich's anfühlt. Zumindest die ersten 6 Minuten sollten gut handelbar sein. Obwohl ich immer das Phänomen habe, dass wirklich das erste Set fast das Schwierigste ist, wenn es nicht hinten raus noch unendlich schwer wird. Aber jetzt erstmal hier sauber in die Belastung reinzukommen, sich daran zu gewöhnen, manchmal das Anstrengendste überhaupt, wenn der Puls noch nicht weit oben ist. Ab geht's. Thank you.
Doch, ist anstrengend. Oh Wunder. Okay, Halbzeit. Genau. Leg Snapper. Jetzt passt auch das Bild zum Schmerz. Lenkt mich nicht ab. Oh, normalerweise ist hier Ausruhen angesagt. An der Stelle. Es tut doppelt weh. Eieiei. Aua. Och. Kennt ihr das, wenn der Schmerz erst danach kommt? In der Entlastung? Aua. Aua.
Aber ja, er hat recht. Es war manageable. Eigentlich muss es gehen, weil das ist die Belastung, die ich theoretisch 20 Minuten müsste fahren können. Aber so hat es sich nicht angefühlt. Also, eine Minute hätte ich vielleicht noch ranhängen können, aber dann wäre auch gar nichts mehr gegangen. So lässt sich es hoffentlich ganz gut wiederholen. Rübel, packe ich ein bisschen was drauf. Runternehmen kann man ja immer, aber ich mach's lieber über die App. Was wären das? 101 mal 3 Watt. Oh nee, 5 Watt gleich. 125. Probieren wir mal. Here we go. Thank you.
Oh, war ja. Es ist einfach eklig. Oh, nicht mal eine Minute. Überlege ernsthaft wieder das eine Prozentchen zurückzudrehen. Na komm, einmal schaffe ich es noch mit 101.
Wahrscheinlich wird der Stream für die letzten 3 Minuten gesperrt. War nicht ganz so lizenzfreie Musik wie sonst. Aber musste es mir gerade ein bisschen laut geben. Mikro ausgemacht. Aber es hat geholfen. Bin auf jeden Fall besser durch das Set gekommen. Als mit ohne Musik. Ah. Geht nicht über so einen schönen 80er-Jahre-Beat. Der holt dann doch noch ein paar Umdrehungen raus. Ah. Boah, aber ich erhole mich gar nicht mehr. Hälfte der Pause ist schon um. Aber wir haben auch schon Halbzeit. Sehr schön. Nur noch 2 von den Dingern. Boah.
Ah. Könnt ihr mal probieren? Noch ein Prozentpünktchen mehr. Wie viel sind das dann? Nee. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ja, da. Falsch geguckt. 330, der macht immer gleich volle 5 Watt drauf. 330 Watt. Oh, Schande. So. 81er Jahressong habe ich noch. Vielleicht hilft der mir dann. Für. Mal gucken, die letzten 4 Minuten. Den haue ich dann rein. Vielleicht klappt's ja. Und wenn nicht, muss ich mir bloß den Weg zum Minus-Button merken. Sehe ich halt wieder zurück. Oh, 30 Sekunden lassen. Morten. Wasser, pures Wasser. Ist ein bisschen Tee drin, ne? Mehr nicht diesmal. Keine Zeit mehr, was anzumischen. Ja, die Mucke ist cool. Schöner Beat. Wenn der Song durch ist, machen wir 80er Mucke. Und die rettet mich dann über den Rest. So der Plan.
Alter Verwalter. Böse. Böse, böse. Dreihundertdreißig Watt. Eieieiei. Oh Mann. Okay, das letzte Mal.
Let's go.
Ich glaube, ich muss ein bisschen Nachhilfe bei Swift in Sachen Mathe nehmen. Wenn ich 2% hochregel, sind das 10 Watt. Die Swift draufpackt. Wenn 1% 5 Watt, dann habe ich eine FDP von 500 Watt oder wie? Komm da nicht hinterher. Aber es war ja manageable. Insofern muss ich Swift wieder recht geben. Wie ich die FDP vielleicht doch ein bisschen höher als 307. Aber bestimmt nicht bei 317. Irgendwo dazwischen. Alter Verwalter. Aber alleine der Fakt, dass ich mich mit der Idee beschäftigt habe, und es tatsächlich dann auch gemacht habe, hochzuregeln, sagt mir, dass tatsächlich, wie vermutet, diese Art des Intervalltrainings mir doch eher liegt als die VO2-Max-Geschichten. Also bewahrheitet sich einmal mehr. Alles, was so an der Schwelle liegt, das bekomme ich richtig gut hin. Aber diese Peaks, dafür bin ich zu alt. Ja, wie gesagt, meine Leistungskurve zu flach. Ja. Ja, dann haben wir es auch schon wieder, ne? Bloß noch ausfahren. Und sich wieder auf die nächste Woche freuen. Gucken, bin ich raus. Ach nee. Jetzt komme ich ja nicht so schnell in meine geplanten oder gespeicherten Events. Aber ich vermute mal, das wird dann entweder wieder, nee, VO2 Max, kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Vielleicht diese ganz bösen Geschichten, wo man mit einer Minute 110 oder 120%, nee, 110 glaube ich, macht, um dann mit Schwellenleistung weitere 3 oder 4 Minuten durchzutreten. Die sind ja mal richtig fies. Aber diese Intervalle, das kann ich mir vorstellen für nächste Woche. Gibt ja auf jeden Fall noch mindestens 3 von diesen Workouts. Aber meine letzte Mal haben sie schon irgendwie was erzählt hier, die Canyon-Jungs, dass die Workout-Serie vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinausgeht. Eben weil sie so gut angenommen wird. Sieht man ja hier mit 368 Fahrern. Das ist schon krass. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, weil gerade fürs Triathlon-Training machen diese Art der Workouts absolut Sinn. Bin ich von überzeugt. Lässt sich gut ins andere Training mit einbauen. Machen mega Spaß. So, na gut. Mit dem Ausfahren brauche ich keinen mehr zu langweilen. Vielen Dank, wer zugeschaut hat. Waren einige. Und dann sage ich mal, bye bye. Bis zum nächsten Mal.